Hey, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Serie zum Thema Atmen. Wir haben uns gestern mit der Atmung, insbesondere der tiefen Atmung, beschäftigt. Und vielleicht hat es sogar schon besser geklappt bei euch und ihr habt es ein bisschen ausprobiert. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten bleibt am Ball, probiert das einfach täglich aus. Wie gesagt, da muss sich eine gewisse Routine einschleichen und dann macht ihr das von ganz allein. Ich möchte heute noch einen Baustein draufsetzen und mit euch über einen Muskel reden, der sich hier befindet und den ihr ganz sicher alle kennt. Ihr kennt das bestimmt, dieses, oh Mann, ich habe so krass gelacht gestern, ich habe richtig Bauchschmerzen. Das ist sozusagen der Muskelkater, den euer Zwerchfell dann hat. Das Zwerchfell nämlich liegt am unteren Teil der Rippen. Versucht doch da einmal hinzufassen. Wo hören eure Rippen auf? Da ungefähr liegt das Zwerchfell. Und das Zwerchfell teilt euren Oberkörper in den Brustraum und in den Bauchraum. Das Zwerchfell ist also eigentlich permanent in Aktion, wenn ihr ein- und ausatmet. Das Zwerchfell zieht sich ein Stück nach unten, wenn ihr einatmet, und gibt somit den Lungen mehr Platz, sich mit Luft zu füllen. Eigentlich total logisch und richtig wichtig. Wir machen eine kleine Übung, um das Zwerchfell vielleicht ein Stück weit spüren zu können. Oder ja, zu merken, wie es arbeitet. Das heißt, ihr legt jetzt mal eure Hände auf eure Rippen. Habt wieder den guten Stand, die Füße hüftbreit, versucht die Mitte zu finden. Legt die Hände auf die Rippen und atmet zweimal ein und aus. Ich hoffe, ihr könnt bemerken, dass sich eure Rippen beim Einatmen dehnen, also weiten, und der Raum hier größer wird. Das wäre super. Wenn das noch nicht so ist, ist das nicht schlimm. Das ist auch wieder eine Sache, die man erproben muss. Aber so kann man ganz gut merken, wo das Zwerchfell sitzt und was es macht, wenn wir ein- und ausatmen. Das heißt, der Schlüssel zum Erfolg der richtigen Atmung ist, in den Bauch zu atmen und auch hier an den Seiten weiter zu werden. Probiert das immer wieder aus und wenn ihr die Hände hier habt, versucht einmal wirklich bewusst in die Hände zu atmen und passt auf, dass ihr nicht wieder nach oben atmet. Wir nehmen jetzt die Konsonanten S und Sch. Das ist jetzt eine Impulsübung. Das heißt, wir senden dem Zwerchfell Impulse und versuchen, dass das Zwerchfell uns unterstützt, wenn wir diese Konsonanten sagen. Wir machen es einmal zusammen. Wenn ihr das regelmäßig macht, ist das wirklich ein gutes Training. Sowohl für eure Atmung als auch für euer Zwerchfell. Ich zeige euch das einmal von der Seite, vielleicht könnt ihr es dann besser erkennen. Was passiert mit meinem Bauch oder mit meinem Zwerchfell? Schaut einmal hin. Was ich gemacht habe, ist meinem Zwerchfell Impulse zu setzen. Das kann man mit S und Sch ganz gut machen. Oder, das kennen bestimmt viele von euch, mit den Konsonanten P, T, K. Wir greifen noch einmal die Atmung von gestern auf und kombinieren es mit der Zwerchfellübung. Das bedeutet, legt eure Hand auf den Bauch und nehmt vielleicht die andere Hand an die eine Seite an die Rippen. Atmet jetzt wieder durch die Nase ein. Versucht die Luft, die dann im Bauch ist, ein wenig zu halten und gebt dann die Impulse ans Zwerchfell durch die Konsonanten. Einatmen. Halten. Ihr sendet also wieder Impulse. Das könnt ihr regelmäßig machen. Achtet darauf, dass ihr einen guten Stand habt. Achtet darauf, dass ihr trotzdem weiterhin in den Bauch atmet
und sendet Impulse an euer Zwerchfell mit den Konsonanten. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr könnt das umsetzen und irgendwie immer mal wieder machen. Achtet darauf, was macht euer Zwerchfell, wo atmet ihr hin? Und dann seid ihr perfekt vorbereitet für morgen.